Hallo, liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für September 2022. Ja, und gleich vorab allen Wagen, die im September Geburtstag haben, denen wünsche ich natürlich ein gesegnetes neues Lebensjahr, sehr viel Gesundheit, Kraft und Freude, ja, gute Wege durch die Energien und ja, gute Erfahrungen, Begegnungen, dass ihr für euch das Beste aus der Zeit einfach auch mitnehmen und rausholen könnt, gut in Entwicklung seid oder kommt. Ja, und bei allem sehr viel Glück habt. Ja. Bevor wir hineinschauen in die Energien, ein kleiner Hinweis noch da drauf. Ne? Ihr habt es vielleicht auch ein paar Mal schon gesehen, das kleine Bemerkenswert-Video, was mit angezeigt ist. Ja, der Kanal wird ein Jahr alt oder ist ein Jahr alt geworden. Und aus diesem Anlass möchte ich einfach einladen zu einer kleinen Rabattaktion. Nehmt die gerne in Anspruch. Es gibt alle persönlichen Legungen, nicht nur Legungen, sondern auch Gespräche, also alle individuellen Angebote und auch die Jahreslegungen zum halben Preis. 50% vergünstigt, ja, das noch bis zum 9.9. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hören und sehen. Und ja, wie gesagt, nehmt das gerne in Anspruch. Dann können wir genauer auch auf eure eigene Situation schauen. Hier schauen wir jetzt erstmal auf die ja, kollektive Energie für die Waage im September. Und da haben wir, ne, wie der Jungfrau-Monat, hauptsächlich Jungfrau-Monat, ja einfach auch mit sich bringt. Vor allem, naja, die Präsenz des Eremiten. Na, also der Eremit im Tarot in der großen Arkana steht ja für die Jungfrau. Na, Jungfrauzeit. Ja, lasst uns mal hineinschauen jetzt hier in die Orakelkarten, ja, des führenden Lichtes und auch der Entfaltung des Selbst, was sich hier für euch an Botschaft zeigt. Ja, hier haben wir zum einen Divine Channel. Ja, you are Divine Channel. You are a Divine Channel. You work with your angels and guides to deliver messages that assist others on their spiritual path. Ja, du bist ein heiliger Kanal, ja, ein Kanal Gottes. Ja, du arbeitest mit den Engeln, mit deinen Engeln und Führern, Geistführern, ja, um Botschaften eben zu überbringen, die andere auf ihrem spirituellen Weg unterstützen, ja. Ja, Mensch, das ist natürlich eine spannende Sache. Ja, vielleicht hast du auch intensiv mit Spiritualität im engeren Sinne wirklich zu tun, dass du vielleicht auch eben durch Kartenlegungen, vielleicht aber auch durch andere spirituelle Praktiken, ja, Yoga, Reiki, Meditationen, ja, aber vielleicht auch, ne, andere geistliche Dienste, so deine Aufgaben, deine Beauftragung, ja, wo du andere Menschen eben unterstützt. Das kann aber eben auch Spiritualität im weiteren Sinne sein, ja, auch der spirituelle Weg ist nicht nur verknüpft mit Spiritualität, wie wir sie hier jetzt haben, vor uns haben, ne, sondern bedeutet, da kommst du ganz auf deine Spur, ja, entspricht ganz dem, was dir aufgegeben und zu eigen ganz entsprechend ist, ja. Und das kann in verschiedensten Bereichen sein, zum einen, oder ne, in verschiedenster Weise. Kann ja sein, dass dein spiritueller Weg vor allem ist, ja, also deine Gabe, dein Talent, deine Fähigkeit ist, was weiß ich, anderen in Finanzen einfach wunderbaren Rat zu geben, zum Beispiel, ja, oder in Planung, ja, persönlicher Planung, Strukturierung. Vielleicht arbeitest du im sozialen Bereich, ne, und im pädagogischen, wie auch immer, ne, und gibst Menschen da einfach auch wunderbar Anleitung, Unterstützung. Das entspricht dir halt, ne? Das entspricht deinem Spirit.
ja, deiner ganz persönlichen Lebensbeauftragung, dem, was dir zu eigen ist. Ja, entweder kommst du in diese Energie jetzt im September, folgst diesem ja, spirituellen Weg da besonders intensiv. Ja, nimmst diese Aufgabe, ein heiliger Kanal zu sein, sehr für dich an, erkennst sie überhaupt, ja, folgst aber vielleicht auch intensiv. Ja, hier kommt dir jedenfalls eine Menge Energie und auch eine Erkenntniskraft dessen zu, was dir anvertraut ist, ja. Und ne, hier haben wir die 42, das ist zusammengenommen die 6. Ne, vielleicht kannst du einfach auch wirklich aus vollstem Herzen jetzt dazu stehen. Ja? Die 6 entspricht im Tarot, in der großen Arkana, den Liebenden. Ja, stehst du zu dem einfach, was dir aufgegeben ist und gehst sehr bewusst damit. Ne? Ja, hast einfach auch deine Freude dran. Und das ist nichts, was irgendwie aufgedrückt ist, ne, sondern was du wirklich ja, mit großer Freude und Hingabe einfach auch verfolgst, wozu du ja, gut und gern ja sagst. Ne? Ja, super. Das ist ja toll, interessant. Hier haben wir diesmal von Susanne Hühn das Deck mit dabei, entfalte dein Selbst. Ja, ne, darum geht es ja auch beim Eremit. Nicht nur das eigene, den eigenen Weg zu erkennen, sondern auch ne, seinem eigenen Weg ganz authentisch zu folgen. Da haben wir das Stichwort Grenzen. Erkenne, dass du Schutz brauchst. Ja. Das kann in die Richtung gehen, ne, dass manche vielleicht auch nicht einverstanden sind mit dem, was du tun möchtest, was du vorhast, was du angehst. Na, dass du dahin einfach auch Grenzen ziehen darfst, dich auch zurückziehen darfst, ja, dich gegen da Meinungen dann einfach auch abgrenzen darfst. Aber vielleicht ist es auch eine große Herausforderung, diese Aufgabe, ja, der nachzukommen, ein heiliger Kanal zu sein. Ne? Diesen Weg auch intensiv anzugehen. Und brauchst du auch immer wieder Rückzugsmöglichkeit? Ja, erkenne das, ne, dass du Schutz brauchst. Auch immer wieder Schutz durch die göttliche geistige Welt, ja, dass du ja dich unterstützen lassen darfst, von daher deine Kräfte gut einzuteilen. Ja, entsprechend einfach auch mit konkreten Botschaften, Ideen, Ausführungen bereichern zu lassen. Aber vielleicht ist es auch so ein Stück weit Schutz gegen Energien insgesamt, nicht nur gegen Meinungen von außen, ne, sondern wirklich auch gegen Energien, die dich aufhalten wollen. Oder ja, die dir auch immer wieder reingrätschen wollen. Ne? Das muss gar nicht unbedingt durch konkrete Menschen sein, sondern ne, das kann natürlich einfach auch durch dein eigenes Ergehen, Befinden, ja, sich zutragen, dass dein Schutz womöglich hier ein bisschen angegriffen, katapultiert wird. Ne? Ja, dunkle Energien sind da vielleicht auch unterwegs. Ja, ne? Und oder es kann auch vielleicht sehr kräftezehrend sein, was du tust. Ne? Nimm dich da nicht nur immer wieder selbst zurück, sondern bezieh dich wirklich auch ganz bewusst auf die göttliche geistige Welt, trete mit ihr in Kommunikation, lass dich da immer wieder auch mit Kraft und Reinigung ausrüsten. Ja.
Ja, und natürlich such dir einfach auch wirklich Unterstützer, ne? Die dir Schutz geben, die dir aufhelfen, ne? Gerade wenn du mit irgendetwas nicht so gut zurechtkommst, ne? Oder eben viel zu leisten hast, viel zu schaffen hast, die ja, dich aber vielleicht einfach wirklich auch, was weiß ich, durch irgendwelche Fördermittel unterstützen oder ja, Räume bereitstellen, ja. Zum Beispiel, ja. Also ich weiß nicht, was du hier jetzt ganz konkret vorhast, aber ja, erkenne, dass du Schutz brauchst und natürlich zieh entsprechend Grenzen und nimm Schutz auch in Anspruch, ne? Ja, schauen wir mal weiter, was wir hier jetzt aus dem Engel der Liebe-Orakel haben. Ja, Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben und lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ja, das ist so ähnlich jetzt. Das geht jetzt in eine ähnliche Richtung, ne? Ja, lass dich da einfach auch schützen und unterstützen. Auch in Sachen Liebe. Ne? Aber das kann schon auch erst einmal nur für dich selber stehen, ne? Für das Thema Selbstliebe, Umgang mit dir selbst, mit deinem eigenen Weg, ne? Aber natürlich auch für Liebesbeziehungen jeglicher Art, konkrete Liebesbeziehungen. Ne? Ja, Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Vielleicht wird da eine Beziehung, eine Liebesbeziehung im Vorankommen beeinträchtigt, weil das für einen von euch beiden ja schon erstmal gewöhnungsbedürftig ist, dass der andere Kinder hat oder vielleicht habt ihr ja auch beide Kinder und überlegt ihr, ne, wie ihr das dann unter einen Hut bringt, wie ihr die alle zusammenbringt, nicht nur euch beide, ja. Vielleicht fordern Kinder hier auch besondere Aufmerksamkeit, jetzt gerade im September, vielleicht durch Schulanfang. Ja, kann das etwas sein? Oder ja, brauchen einfach auch ihre Zeit, ne? Ihre Aufmerksamkeit, ihre Zuwendung, Fürsorge, Liebe. Und naja, vielleicht steckt da die Liebesbeziehung so ein Stück weit zurück. Schau, wie du es unter einen Hut kriegen kannst. Ja, vielleicht kannst du dir auch dahingehend Unterstützung von Freunden holen, ja, wie sie vielleicht mit solchen Situationen klarkommen. Ja, oder eben in Sachen dessen, dass Kinder eben eine bestimmte Lebensphase gerade durchlaufen und ja, herausfordernd sind, ne? Vielleicht ist auch das Thema Kinder so grundsätzlich ein Thema für euch im Miteinander. Also ob es jetzt nochmal Nachwuchs geben soll oder nicht. Ja. Da können Freunde natürlich einfach vielleicht auch Berater sein oder Ärzte. Ja, vielleicht, dass ihr euch da medizinischen Rat holt oder noch Lebensberatung, was auch immer, ja. Da schau einfach auch, was sich an Möglichkeiten bietet, ja, wovon du dir einfach auch vielleicht Hilfe gut erhoffen kannst, ja. Ja, vielleicht kommst du da einem bestimmten Angebot auch auf die Spur. Ja, lass uns jetzt mal noch hier konkreter hineinschauen mit Tarot und Lenormand. Ja, gib hier nochmal deine Energie hinein. Auch dieses Mal wird es eine Fortsetzungslegung geben, aber in der Fortsetzungslegung gibt es diesmal keinen intensiveren Einblick jetzt hier für die allgemeinen Energien, sondern
konkret für die Liebe. Ja, also die Liebeslegungen, sie sind diesmal in der Fortsetzungslegung, weil ich ja im September, für den September selber keine Liebeslegungen schaffe, weil ja dann schon wieder die Liebeslegungen für den Herbst anstehen. Und deswegen habe ich das jetzt dieses Mal einfach so eingerichtet. Ja, schauen wir, was zeigt sich hier für dich. Für die Waage, ja. Beachtet natürlich auch immer euer Mond, Venus und Aszendenzzeichen mit. Ne? Daraus ergeben sich auch nochmal individuellere Legungen oder Hinweise für euch, Inspirationen. Ja, hier haben wir das Lenormand. Gibt auch, ups, da möchte schon einer. Die nehmen wir aber als Zusatzbotschaft. Ja. So, naja, das Schiff, die Lebensreise, auch die Sehnsucht nach Ferne, nach einer bestimmten Entwicklung kann hier eine Rolle spielen. Ja. Kommst du auf deinen Lebensweg, ja, intensiver, Schrittchen für Schrittchen. Das Schiff ist keine schnelle Energie, eine langsame Energie, aber eben wirklich sehr weitreichend. Ne? Na, hast du vielleicht auch so diese und jene Welle zu nehmen, diese und jenes Unwetter oder na, auch, dass hier mal kein Wind in die Segeln kommt. Oder nicht so intensiv, aber na, vielleicht einfach auch hier etwas wunderbar und ja, doch vielleicht auch endlich vorankommt. Ne? Ja, die drei haben wir. Drei, eine gute Chance auf Höherentwicklung, Weiterentwicklung, dass es vorangeht. Ne? Ja, schauen wir mal jetzt konkreter noch hinein ins Tarot. Königin der Stäbe, ja Mensch. Das fängt ja hier schon sehr intensiv und leidenschaftlich und selbstbewusst an. Ja, da gehst du deine Sache wirklich auch sehr bewusst, auch sehr begabt, talentiert, mit eben viel Potenzial und Energie an. Aber ne, bedacht, die Königin der Stäbe setzt ihre Energie bewusst ein. Ja, sie ist da auch sehr eben intensiv mit der göttlichen geistigen Welt verbunden, sehr intuitiv auch. Wir sehen sie ja an der Katze, an der schwarzen Katze. Na, und die Stäbe sind natürlich erst einmal Energie, ne, die von der göttlichen geistigen Welt her einfach auch zufließt. Ja, wir haben es hier auch schön angezeigt, ne, durch die Engelflügel am Stab. Ja, bist du in einer sehr kreativen, sehr schaffens intensiven, auch wirklich hingebungsvollen, begeisterten Atmosphäre, auch sehr selbstbewusst. Vielleicht gehst du auch Selbstständigkeit an, das kann natürlich auch sein. Vielleicht aber eben auch etwas sehr Kreatives. Ne? Die Stäbe stehen sehr intensiv, auch mit dem wirklich mit dem Potenzial, ne? Mit der Begabung in Verbindung, ja, mit dem beruflichen Bereich auch kommst du da intensiv auch deiner, ja, Begabung nach, geht es voran, ne? Ja, es kann sein, dass dir auch hier ein immer wieder ein bestimmter Berater, Beraterin, also das kann für Mann wie Frau stehen, die Königin der Stäbe, ne? Ist jetzt nicht nur mit Frau verbunden. Ja, aber diese Energie ist eben wichtig, ne? Vielleicht kommt der eben Berater, Beraterin hier immer wieder gut zur Hilfe, ne? Vielleicht sind es Freunde, vielleicht sind es diese Freunde auch, ne? Die Engel und ne, Geistführer. Ja, bist du da gut geleitet und geschützt? Kommst voran? Ja, was haben wir hier noch? Aha, die Lilien
Und der Mond, ja, interessant. Die Lilien, ne, die stehen für inneren Frieden und Harmonie. Auch für Leidenschaft, ja. Vielleicht erlebst du hier auch eine sehr leidenschaftliche Zeit. Ne? Das kann jetzt die Liebe betreffen, aber das kann genauso eben auch den Beruf betreffen. Ja, sehr engagiert, gehst du da voran. Aber wirklich auch immer in Harmonie und Frieden, ne? In guter innerer Balance, mit Leidenschaft für das, was dir anvertraut ist, was dir liegt, was dir wichtig und wert ist, ne? Was dein Potenzial ist, deine Begabung. Ja, vielleicht kommst du hier auch wunderbar zu körperlicher Energie, also zu kräftemäßig zur Energie, ne? Die, ne, die Stäbe stehen natürlich einfach auch für die körperliche Energie. Ne, vielleicht durch Urlaub, ja, dass du hier in Ausbalanciertheit hineinkommst, aber mit dir selbst sehr in Frieden bist. Ne? Und den Mond, den sehe ich hier sehr als zum einen für Erfolg, aber auch für die Intuition. Ne? Ja, folgst du deiner Intuition und ne, das bringt einfach auch Ruhe und Frieden. Das ist so ein Hin und Her, ne? Ja, durch inneren Frieden und Harmonie hast du natürlich einfach auch ein sehr gutes Gespür für das, was jetzt dran ist, ne? Vielleicht auch für das, was du noch mal bearbeiten darfst, für dich persönlich, ne, an Prägungen, vielleicht auch an Ängsten und Zweifeln, ne? Denn, naja, mit den Stäben, Königin der Stäbe, wie auch König der Stäbe, ist so ein bisschen Ego-Energie schon auch angezeigt, ne? Darf dann noch einmal hingeschaut werden, ne? Was dich jetzt wirklich auch in diese selbstbewusste Energie bringt und darin hält, ja? Beziehungsweise was dich vielleicht davon auch abhält. Ne? Aber ne, wenn du das tust, wenn du darauf schaust und ja, immer wieder auch wegkommst von dem Blick auf Zweifel, auf Ängste, ne, ob ein bestimmtes Vorankommen jetzt gelingen wird, dann ja, stärkt dich das auch wieder, ne, mit inneren Frieden und Harmonie und bringt dich wirklich erfolgreich auch voran. Ja, auf deiner Lebensreise. Ne. Wie geht's weiter? Zweite Dekade im September. Die Acht der Münzen. Ja, hiermit, die Münzen sind hier im Tarot. Angel Wisdom Tarot mit den Blättern dargestellt. Naja, Acht der Münzen, das ist dann schon kräftig Arbeit, ja? Arbeitest du kräftig auch an dem, was ja deine Meisterschaft ist, ne? Was dir wichtig und wert ist. Baust es noch weiter aus, ne? Auch filigraner. Ja, arbeitest an deiner eigenen Stabilität, an deinem Vorankommen. Ne? Und das ist, da bist du auch schon weit gekommen, ne? Es fehlt nicht mehr viel zu den Neun der Münzen, ne? Zu der persönlichen, ja, höchstmal an Stabilität, Fülle an Stabilität und Sicherheit, Wohlergehen, Selbstbewusstsein. Ne? Ja, vielleicht gibt es hier auch nochmal eben Bestimmtes dazu zu lernen. Vielleicht ist es ein Stück weit Weiterbildungszeit auch nochmal. Ne? Eben feilst du nochmal ganz besonders an dem, worin du vorankommen möchtest. Ja, vielleicht wirklich tatsächlich mit Weiterbildung, einer institutionellen Weiterbildung oder ne, durch eigenes Informieren, Bilden. Ja. Ja, das Kreuz, die Lernaufgabe. Ne? Persönliche Stabilität, ja, auch gesundheitliche Stabilität. Insofern, das kann hier
ne, tatsächlich auch mit Gesundheit zu tun haben, dass du hier wieder stark in Energie kommst, auch in Stabilität, körperliche, gesundheitliche Stabilität. Ne, vielleicht hat das ja in letzter Zeit auch gemangelt und kommst du hier gut auf deinem Weg, weil du vielleicht auch Grenzen ziehst, ja. Was das Maß an Arbeit oder ne, den zeitlichen Umfang an Arbeit betrifft, zum Beispiel. Ne? Ja, auch was es betrifft, wie du mit deinen Grenzen umgehst, ja. Vielleicht bist du ja auch sehr bisher immer über deine Grenzen drüber gegangen, ja. Aber auch da arbeitest du weiter dran, ne? Verfeinerst das Gespür, ne, für deine eigene Konstitution, aber auch, ne, für deine Begabung. Ja, na, das ist vielleicht auch ein Stück weit Lernaufgabe hiermit, ne? Auch indem du eben so innere Themen anschaust, vielleicht eben auch nochmal innere Kindthemen, ja, da auf die Stimme in dir hörst, die dir einfach auch anzeigt, ne, was jetzt wohltuend ist, was dran ist, ne, worin du dich selber schützen solltest auch, ne. Also das innere Kind ist niemand anders als wir selbst, ne, aber eben wirklich diese Stimme in uns, die ja, uns einfach auch mit schützen möchte, ne? Den Weg weisen möchte, das ist auch so ja, ein Führer, ne? Für unsere Lebensreise, ein wichtiger Führer. Insofern kann auch das ein Hinweis sein, ne? Auf das innere Kind. Ja, vielleicht ist Liebesleben jetzt gerade nicht dran oder ne, vielleicht ist es auch dran. Solltest du daran auch noch mal intensiver, konkreter arbeiten, dir Zeit nehmen auch für deine häusliche Stabilität. Ne? Ja, denn naja, das unterstützt dich natürlich einfach auch gerade in so herausfordernden Zeiten, ja, in umwälzenden Prozessen, ne? Für deinen Lebensweg. Ja, aber hier sind wir schon vorangekommen. Ne? Hier haben wir die vier. Ja. Schauen wir, wie geht es weiter. Sechs des Feuers. Sechs der Stäbe. Ja, na, das ist doch super. Sieg. Mindestens ein Teilsieg ist hier angezeigt. Ja, dass du auch hier wunderbar vorankommst. Vielleicht schließt du hier eine kleine Weiterbildung ab. Ne? Oder gewinnst hier wirklich auch an Selbstvertrauen, an Stabilität, in dem, was du hinzugelernt hast, ja. Ja, zeigt es sich einfach auch schon, die Auswirkungen des Vorankommens. Vielleicht auch in Beziehungen, im Miteinander, ja. Zeigt es sich hier wirklich sehr erfolgreich, dass du auf dich selber gut geachtet hast, vielleicht Grenzen gezogen hast, ne? So auf dein Inneres einfach auch gehört hast, da nochmal Sachen angeschaut und bearbeitet hast. Ja, vielleicht auch, indem du auch auf deine Familie mit geachtet hast, ja, als wichtigen Unterstützer, auch um dein häusliches Umfeld, ja, die Freunde gehören eben auch hier zu diesem häuslichen Umfeld. Insofern, das ist schon auch wichtig, ja. Auch vielleicht auf neue Stabilisierung hin zu Freunden mit zu achten, ja. Die ja, die einfach auch sehr viel Inspiration mitgeben können, Unterstützung. Ja. Ja. Aber es sind eben auch deine Entscheidungen. Ne? Wir haben hier das Stichwort mit dabei, dass weise Entscheidungen. Ja, öffentliche Beachtung, einfach Beachtung und Erfolg auch bringen, ne? Ja, Belohnung, Belohnung. Es zahlt sich aus, ne? Deine Mühe zahlt sich aus.
Das war auf keinen Fall hier für umsonst. Ja, vielleicht ist es ein bestimmtes offizielles Schreiben, was ja auch positive Veränderungen bringt, mit sich bringt, na, dass du ja eine Lohnerhöhung vielleicht auch bekommst oder ja eben ein Zertifikat für eine Weiterbildung bekommst. Ja, vielleicht eine Selbstständigkeit auch festschreibst oder Unterstützung, Fördermittel bekommst, Anträge bewilligt werden. Vielleicht geht es hier, falls es um Beziehungen, ja, auch Liebesbeziehungen geht oder den häuslichen Bereich, ne? Ja, vielleicht habt ihr auch sehr an Nachwuchs tatsächlich gearbeitet. Das kann auch sein, ja, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass ja Nachwuchs sich auf den Weg macht und ja, wird es ja einfach auch sozusagen bestätigt, amtlich bestätigt, ne? Vielleicht ist es auch eine Heiratsurkunde, ne? Denn die Störche stehen natürlich auch für Partnerschaft, ja, für positive Veränderungen, Nestbau, Partnerschaft. Ja, gibt es hier vielleicht auch eine Heirat, ja. Aber das muss jetzt nicht nur mit solchen offiziellen Akten zu tun haben, ne? Seid ihr euch untereinander vielleicht einfach auch einig? Haben euch Freunde da einfach auch vielleicht wunderbar unterstützt, ne? Zueinander zu kommen, ne? In positive Veränderungen zu kommen. Vielleicht hat auch eine Eheberatung zum Beispiel wunderbar unterstützt oder eine Partnerschaftsberatung. Ne? Falls es jetzt auch die Liebe betreffen sollte. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja? Schaut natürlich einfach, was für eure Situation da entsprechend ist. Ne? Ja, was haben wir an der Unterseite? Den Page der Kelche. Ja, Page der Kelche. Ein liebevolles Angebot, ja, liebevolle Zuwendung, so ein bisschen schüchtern, aber noch verhalten. Na, der Page, das ist schon auch Anfangsenergie in der Liebe, aber eben auch in der Spiritualität. Ne? Die Kelche stehen schon auch für Spiritualität, auch für Heilung, für Selbstliebe. Der Page der Kelche, der hat seinen Kelch ergriffen, seine Chance. Ja, zur eigenen spirituellen Entwicklung, zur Liebe, die ihm geboten wird, ja, die er selber auch weitertragen kann, ne? Und er geht damit, ne? Er achtet auch sehr da eben auf sich selbst, so gut er es eben schon kann, ne? Ja, kommt hier vielleicht auch in Heilung, in Versöhnung mit sich selbst, in Versöhnung mit anderen. Ja, der Kelch läuft hier über, ne? Das, was dir ganz liegt, was dir anvertraut ist, ja, worin deine Liebe besteht, deine Hingabe im Beruflichen, ne? Vor allem jetzt hier scheint das so zu sein, in der Berufung, ja, das möchte überströmen, ne? In den klassischen Darstellungen haben wir immer das Fischlein im Kelch. Ne? Das hat so eine ähnliche Bedeutungsnuance. Ne? Ein Fischlein gehört nicht in den Kelch, ne? Sondern ins offene, weite Meer. Da, wo es sich entfalten kann, so richtig auch wachsen kann und austun kann, behaupten kann. Natürlich, da lauern auch Gefahren. Ja, es hat sich auch in Schutz zu bringen, ne? Nicht leichtsinnig zu handeln. Ne? Da darfst du eben auch in deinem Metier dann vielleicht noch so einiges mit lernen, dazulernen. Aber ne, ja, zeig einfach, was dir liegt, was dir anvertraut ist. Zeig auch deine Liebe, ne, nicht nur deine Gaben, Talente, sondern zeig auch deine Liebe, ja, im familiären, in Freundschaften, in konkreten Liebesbeziehungen. Ja, vielleicht ist hier und da auch Versöhnung vonnöten, ne?
Entschuldigung, vielleicht kommt jemand auch so auf dich zu, das kann auch sein, natürlich. Na, ja, dann na, gehe schon auch selbstbewusst damit, arbeite hier auch am Detail, ne? Besprecht miteinander so konkrete Einzelheiten durchaus, ne? Wie es weitergehen kann, was ihr euch vorstellt, ne? Und das bringt euch hier wirklich in gute, siegreiche Energie hinein. Ja. Das ist doch schon mal schön. Was haben wir hier? Ja, es geht um dich. Ja, die Dame im Lenormand steht immer für den Zuschauer, egal ob du Mann oder Frau bist. Ne? Es geht um dich. Komm du ganz auf deinen eigenen Weg da, ne? Mit dem, was dir anvertraut ist, was dir lieb und wichtig und wert ist. Ne? Ja, ergreif diese Chance, ne? Und geh damit. Entfalte deine Gabe, dein Talent, vielleicht eine neue Arbeitsstelle, ne? Eine Beziehung, eine Liebe. Ja, auch die Liebe zu Kindern vielleicht, ne? Ja. Ja. Ja, das sieht schön aus. Ich wünsche euch einen gesegneten Weg damit und gute Erfahrung, gute Entfaltung, sehr viel Mut, ne? Zu sich selber zu stehen, zu dem, was dir mitgegeben ist. Ja, und dann seid sehr herzlich eingeladen zur Fortsetzungslegung, wo wir nur auf die Liebe schauen und uns da konkretere Hinweise noch geben lassen. Auch wieder mit Tarot, da habe ich dann das Tarot of Light und noch andere Orakelkarten natürlich mit dabei. Ja, seid sehr herzlich eingeladen. Und falls wir uns da nicht gleich sehen und hören, dann alles Liebe und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.